Meine Fußballzeit begann in der Grundschule. Am Anfang wenig, da kriegte ich dann zum ersten Mal auf dem Fußballplatz. Dann mehr, da steigte ich so weit, dass wir von morgens bis abends eigentlich nur noch auf dem Fußballplatz rumhingen. Mein Vater nahm mich dann zum ersten Mal mit ins Stadion nach Dortmund. Das gefiel mir sehr gut. Und irgendwann kam auch der Alkohol mit dazu. In meiner Ausbildung am Anfang hatte ich dann mehr Geld, fuhr dann auch öfters ins Stadion und hatte irgendwann eine Dauerkarte. Ich war eigentlich bei jedem Spiel dabei. Ich hatte das Glück, oder mein Pech war eigentlich zu der Zeit, dass Dortmund die beste Zeit hatte. Die waren dann zweimal hintereinander Meister, Champions League-Sieger. Und genau in der Zeit war ich dann da. Ich war in Manchester mit da, bei der Champions League, in Madrid, beim Endspiel in München gegen Turin. Und es wurde eigentlich nur gesoffen. Es begann dann morgens mit dem Alkohol. Und bis das Spiel anfing, bekam man nichts mehr vom Spiel mit. Wir wussten nicht mehr, wer da unten rumläuft. Meine Freunde in der Berufsschule zu Hause tranken mit mir mit. Wir hingen eigentlich auf der Straße irgendwann nur noch mit der Bierdose rum. Morgens vor der Schule tranken wir, nachmittags sogar in der Schule irgendwann. Wir hatten unsere Bierdosen unterm Tisch und die Lehrer, die beachteten das gar nicht. Wir sangen im Unterricht und machten nur noch Blödsinn. Ja, irgendwann steigerte sich das so weit, dass ich unzufrieden mit mir wurde. Wenn ich Alkohol trank, wenn ich besoffen war, war ich glücklich, meine Sorgen verschwanden. Am nächsten Morgen kamen die ganzen Probleme wieder. Das war eigentlich der ganze Haken an der Sache, dass die dann doppelt so hoch waren. Nicht mehr weiter wusste irgendwann, Alltagsprobleme hatte, Alltagssorgen, Zukunftsängste, Zukunftssorgen. Nicht mehr weiter wusste und mich eigentlich in den Alkohol flüchtete. Und da fühlte ich mich dann wohl, war dann glücklich. Die Gesundheit, die verschwand dann auch irgendwann so allmählich. Ich wurde dann immer unzufriedener mit mir, von den Sorgen mal abgesehen. Meine Ausbildung, die stand dann irgendwann auf der Kippe. Ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergehen sollte. Meine Mutter war schon im Bruno Gröning Freundeskreis und ja, ich guckte immer hin und war auch interessiert, aber ich hing zu sehr am Fußball, an dem ganzen Alkohol. Irgendwann ließ ich mich dann auch einführen, aber an der ganzen Sache änderte sich für mich eigentlich im Moment noch gar nichts. Ich nahm dann diesen Heilstrom auf, die Kraft auf, fuhr weiter ins Stadion, trank auch weiterhin und irgendwann trank ich weniger. Ich merkte irgendwie, irgendwann schmeckte mir das irgendwie nicht mehr richtig, der Alkohol. Ich fuhr dann auch nicht mehr zu jedem Spiel. Ich war dann auch mal auf einer Tagung beim Bruno Gröning Freundeskreis. Das wurde mir irgendwann wichtiger. Ja, und der Alkohol rückte in den Hintergrund. Und ich weiß noch ganz genau, irgendwann, ich stand dann auf der Südtribüne und merkte auf einmal irgendwann, ich habe eine Cola in der Hand, kein Bier mehr. Und das war für mich eine entscheidende Wende, denn ich wusste, ich habe es eigentlich geschafft. Und irgendwann wachte ich morgens auf und wusste, das ist es einfach nicht mehr. Ich hatte den Gedanken auf einmal morgens, du fährst zu keinem Spiel mehr hin. Was mir eigentlich vorher eigentlich unmöglich war, dass ja, ich würde was verpassen, ohne mich fangen die gar nicht mehr an. Ja, es wendet sich alles zum Guten hin. Und heute kann ich sagen, wenn ich so zurückblicke auf die letzten Jahre, ich bin eigentlich ja, ein zufriedener, glücklicher Mensch geworden. Dafür bin ich sehr dankbar.